Magie weg sofort! Ey, ich spiele gerade mit dem Gamepad. Ich mach das jetzt. Alter, wie geil ist das? Ich spiele mit dem Gamepad. Glaubst es ja nicht. Boah. Alter Schwede, das ist jetzt. Leute, das ist der Lifestyle gerade. So, wie macht man's? Nee. So. So. Krass, ey. Jetzt fühle ich mich gerade mega wichtig. Okay. Ach so, ich hatte ja eine Idee hiermit, ne? Ja, das ist schon wieder ein bisschen was her, dass ich gespielt habe. Ja, da muss ich mich jetzt erstmal nochmal ein bisschen reinfinden. Wir haben noch eine Leiche, und zwar, wo ist sie? Natürlich da. Wo sonst? Wo sonst? Ja, warum nicht? Warum auch nicht? Drei Totenköpfe wären mir vielleicht ein bisschen lieber gewesen, aber so geht's auch. So, dann Y oben. Wieso denn oben? Ist das hier eine Nintendo Switch oder was ist das hier? Y. Ich habe gerade Nino Kudi fertig aufgenommen. Und Heidewitzka, bin ich geschaltet, ey. Das ist ein Spiel, das glaubt ihr gar nicht. Spiel ist auch ein bisschen zu viel gesagt teilweise. Arbeit ist das und nichts weiter. Ich kann das nicht Gamepad spielen, so. Jetzt, Maus ist wieder da, seht ihr? Da ist sie. So, was wollen wir denn jetzt noch machen hier? Wir müssen irgendwie dieses komische Tor da aufmachen, nicht wahr? Ja. Und wir müssen eigentlich auch mal in den Dungeon rein. Machen wir das nicht heute. Gehen wir nicht einfach jetzt mal in den Dungeon. Wir haben geschlafen. Wir sind wach. Wir haben Saft. Wir sind stark, intelligent, schlau und können das alles irgendwie hinkriegen. Ja, machen wir jetzt auch. Gut. Graveyard Keeper ist so ein Spiel, was man lange am Stück spielen muss, am besten. Damit man genau weiß, was man da gerade vorhatte, wie so die Organisation von einem selber ist und so weiter und so fort. Mir fällt gerade mal siedend heiß auf, dass ich was machen muss. Das duldet jetzt auch keinen Aufschub. So, wartet mal. Bin gleich wieder da. Zack, 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 zack. Ja. Funktioniert alles noch. So, geht das jetzt? Ne, so. Graveyard Keeper, nur eine Folge gerade drin, ist okay. So, Wunderbärchen. Warum ruckelt er jetzt so? Achso, weil er hier am Arbeiten ist. Ah, Mann, immer so Windows-Sachen hier, ne? Nicht, dass das woanders besser laufen sollte, aber... So, Kerker-Ebene 2, Alter. Ihr habt gesagt, ich soll Sachen kaputt machen und ausluten, oder was? Metallschrott und Rübensamen, Alter. Bingo, 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 bingo. Wir müssen hier alle Gegner wegflanken. Das ist so ein bisschen wie Diablo 3, nur in offenbar nicht so gut. Ja, und den Stuhl hauen wir auch noch kaputt. Wenn man mal so drüber nachdenkt, dass du über... so einem Areal hier einfach wohnst, ey. Das könnte ich nicht. Was ist mit den Stühlen? Kann ich das Polster rausreißen? Das wäre doch der Wahnsinn. Dann kann ich das alles in die Kirche bringen. Könnte. Wenn ich es könnte, dann würde ich es so tun. Ja, ist aber so klassische Dungeon Crawler. Optik hier. Nimm mal einen Heiltrank. Was ist das? Weizensamen? Ich nehme keine Weizensamen mit. Was soll ich damit hin? Weg! Aber einen Keramikkrug kannst du mal mitnehmen. Man hat ja so ein gewisses Gefühl, welche Items man schneller kriegt und welche nicht so schnell. Ich hätte vielleicht den Heiltrank mir mal ein bisschen aufsparen sollen. Aber da ich so schnell einen gekriegt habe, wird da wahrscheinlich der nächste auch nicht so lange auf sich warten lassen. Grüner Schleim ist übrigens tipptopp. Damit kann ich irgendwelche guten Sachen anfangen. Hier ist schon wieder ein Heiltrank, siehste. Aber ich habe auch so gut wie gar keinen Schaden gekriegt. Ich muss alle Gegner töten. Maddie, denk dran. Du musst alle Gegner töten hier. Okay, öffne. Was? Alles klar. In irgendeinem dieser Bücherregale ist was drin. Aber ist doch eigentlich ganz geil gemacht hier, finde ich. Vor allem, wie hier noch so Kerzen sind. Als wenn die immer jemand anmachen würde. Wahrscheinlich ist hier gerade irgend so ein Gnom durchgerannt und hat das alles angezündet, damit wir die perfekte Dungeon Experience hier kriegen. Vermutlich. Okay.
Das mit der Energie beim Kämpfen ist einfach der größte Schmutz der Welt. Aber wir kriegen es hin. Man muss sich halt seine Schläge auch einteilen, ne? Das ist ganz wichtig. Sowas lernen die Kinder von heute auch gar nicht mehr. Die holzen einfach nur wie bekloppt da drauf rum. Anstatt einfach mal mit Sinn und Verstand an die Sache ranzugehen. Nimm die Liesel mit. Kann ich ein Schaf kaufen? Schön leckeres Leitungswasser. Voll gut. Okay, hier ist das Ende. Flatsch. Und du auch noch. Tschüss. Okay, nächste Ebene. Die Nutella-Hummeln sind da. Ja. Kann ich das kaputt kriegen? Ne. Aber diese Vasen, die kriege ich kaputt. Das auch. Ahoi, Brause! Okay. Die Hummeln sind ja ein bisschen schlechter als die Schleims. Schleime. Schleimjungs. Schleimis. Man kann solche Heiltränke bestimmt auch selber herstellen irgendwie. So, wir haben jetzt nur noch... Wir haben jetzt ein Drittel unserer Lebensenergie verloren. Das ist nicht gut. So. Okay, schieb mal das da raus oder auch nicht. Das hier kommen brauchen wir nicht. Dafür holen wir uns einen Heiltrank. Wie viel macht das wieder wett und wie viel habe ich eigentlich gerade? Ja, siehste. Wenn da noch ein kleiner Millimeter übrig geblieben ist, bedeutet das, dass der Heiltrank hundertprozentig in die Gesundheit geflossen ist. Und kein Überhangmandat existiert hat. Das ist gut, weil das kriegen wir ja ohnehin nicht ausgezahlt hier. Okay, hier ist natürlich wieder geiler. Da kann man mehrere Gegner gleichzeitig angreifen. Aber für die richtigen Kenner kann man auch gleichzeitig von mehreren Gegnern angegriffen werden. Das ist natürlich nicht so angenehm, aber ist auch mal eine Erfahrung, die man machen muss. Im Leben eines Menschen sollte man das mal getan haben. Okay, hallo, hallo, hallo. Kannst einfach auch nicht ohne Sinn und Verstand hier so rumrödeln. Geht nicht. Oh, jetzt ist er nämlich müde. Das ist nicht gut. Das finde ich uncool. Weißt du, du hast eine Etage hast du gemacht und bist dann direkt müde? So nicht, Kumpel. Du musst hier noch ein bisschen Leistung zeigen, weißt du das? Ja, es ist ja gut. So. Ist hier was drin? Nee. Ich würde gerne so ein Bücherregal einfach mal umwerfen. Einfach so bratz. Gib mir mal so Sachen, die ich gerne mal machen würde. Oder einen ganzen Tag lang mir dieses Pfeile auf Ballons werfen machen. Das habe ich als Kind immer gemacht. Andere Sachen fand ich doof. Dosen werfen war nie cool. Aber so Pfeile auf Ballons werfen war immer gut. Das ist auch schade, dass ich erwachsen bin und das nicht mehr machen kann. So, was ist hier denn für mich da? Fett brauche ich Fett. Was soll der Schwachsinn denn? Ich brauche kein Fett. Obwohl, eigentlich brauche ich ganz viele Sachen davon. Zwiebelsamen, gefertigt an Zombie Farm 3. Okay. Ach komm, zerballern wir mal Keramik. Brauchen wir ohnehin nicht mehr. Kohlsamen, das brauche ich nicht. Davon habe ich ohne Ende. Zwiebelsamen. Ja. Die haben nämlich noch eine gewisse Qualität. Da kriegst du nochmal was für dein Geld. Und nicht immer nur so Quatsch. Okay, jetzt hier die Schleimis. Aber vitaminreich sind sie. Ey, 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 ey. Okay. Habe ich jetzt alle? Es wäre mal cool, wenn man so einen Summer kriegen würde. So von wegen. Ding, 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 ding.
Sie haben alles hingekriegt. Goldkrone. Mulm. Okay, ich gehe jetzt mal in den nächsten Bereich. Ich hoffe mal, das geht schon. Und guck mal, jetzt muss er den kompletten Weg nochmal hinter sich bringen. Ich bin Friedhofswärter und kein Kämpfer. Jetzt steht er. Sie haben leider einen Gegner vergessen. Okay. Ein bisschen Fortschritt haben wir gemacht. Könnte sich zu so einer richtig anstrengenden Geschichte entwickeln, aber... Wir sind ja für die Arbeit auch so ein bisschen da. Und dann gehe ich mal kurz pennen. Lager dann morgen alles unten in den Kisten ein. Was habe ich denn da alles so? Und dann geht's wieder runter. Okay. Wir müssen mal ganz kurz was gucken. So. Ja. Davon habe ich genug. Die Erde werfe ich mal weg. Ich meine, warum auch? So. Das mit den Samen nervt mich ein bisschen, weil die ja natürlich auf einem ganz anderen Punkt auf der Karte sind. Ach, seid ihr fertig oder was? So. Wo kommt das denn hin, wenn du fertig bist? Ja, wo ist das denn hin? Hast du hier einfach auf den Boden geworfen oder was? So spiele ich nicht. So ist das nicht. Nee. Okay. Das alles hier drinne. Ach, Apuleius, hast wieder was mit. Wenn ich dich nicht hätte, mein Freund. Ja. Abräumen. Hinlegen. Was soll ich denn da reinmachen? Blut und Fett war das, ne? Nee. Nicht angreifen. Nicht mit dem Schwert. Du hast viel besseres Werkzeug da. Ich schon wieder. Du erwartest, dass du Leertaste drücken musst, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wunderschöne Leiche. Und was ist mit der neuen hier? Die da? Kann die was? Regular Body. I show you the way. 7 Punkte sind top. Der kommt jetzt erstmal unter die Erde. Ich freue mich schon, wenn ich hier diese Restaurierung machen kann. Das wird gut. Dann muss ich mir auch keine Gedanken mehr machen. Irgendwo zu wenig Punkte zu kriegen. So. Rein. Tschüss. Habe ich hier irgendwie noch was, was das schön machen kann? Nee, ne? Nix. Na gut. Aber die äußere Umrandung, die ist gut. Die gefällt mir. Davon könnte ich noch mehr haben. Was ich aber merkwürdig finde, ist, dass noch nie jemand hier diesen Friedhof auch besucht hat. Normalerweise könnte es ja davon ausgehen, dass sie so ein bisschen... Weiß ich nicht. So zumindest einfach mal vorbeikommen und fragen, wie es geht oder sowas. Nee. Hast du hier nicht. Die Toten werden einfach in Ruhe gelassen. Okay. Ja. Die Maden friss ich mal. Inventarmanagement Simulator geht wieder weiter. Yes. Ich packe jetzt noch das andere Zeug in die Kisten und dann... Ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alle 5 Punkte, die man so... Alle 5 Ebenen, die man so hinter sich bringt, was Besonderes passiert. Mag vielleicht ein Trugschluss sein, kann ich jetzt gerade nicht beurteilen, aber wenn nein, dann wäre natürlich... Wäre natürlich cool.
Hier kaputt machen hier. So. Ah. Es kommt auch mal die Zeit, dass ich mir so einen Heiltrank mal auf die Leiste mache. Obwohl hier die Nummer 1. Die ist doch viel intelligenter. So. Weil Brot haben wir eh lange nicht mehr gehabt. Vielleicht machen wir das irgendwann nochmal. Und dann sehen wir mal, wie es damit weitergeht. Zur Ehre des Todes ein weiteres Brot. Tribalowski.